Guten Morgen, liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu den flatex Morning News. Der DAX hat sich am Donnerstag von guten Konjunkturdaten unbeeindruckt gezeigt. Mal wieder, die Jahresendrallye, die scheint in weite Ferne zu rücken. Gestern ging es genau 1% abwärts für den DAX auf 10.534 Punkte. Wir schalten auch gleich mal an die Börse nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Johanna Klar. Ja, schönen guten Morgen, Johanna. Der Freitag ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er viele Käufer an die Börse zieht. Wird wahrscheinlich auch heute keine Ausnahme sein, oder? Nein, das stimmt. Die Jahresendrallye scheint auch heute noch weiter in die Entfernung zu rücken. Die Vorgaben sind nämlich nicht so gut, eher durchwachsen. Wir hatten zwar in den USA jüngst eine Rallye gesehen, aber gestern hielten sich die Anleger ein klein wenig zurück, denn am Nachmittag steht ja noch der große Arbeitsmarktbericht an und der könnte natürlich Hinweise liefern auf eine mögliche Zinsanhebung in den USA durch die Notenbank in 2 Wochen. Aber dank einem steigenden Ölpreis ging es um 0,4% dennoch nach oben auf 19.192 Punkte. In Asien sieht dagegen eher dunkelrot aus. Wir hatten in Japan den Schlusskurs beim Nikkei 0,5% im negativen Bereich, der Shanghai Composite 0,6% im Minus und beim Hang Seng in China über 1% im negativen Bereich. Alles keine guten Vorgaben für den deutschen Leitindex. Gerade eben schon angesprochen, von dir 1% ging es gestern nach unten. Man hält sich natürlich zurück. Es sind ja noch wichtige politische Entscheidungen, die getroffen werden am Sonntag. Es ist nicht nur das Referendum in Italien, sondern eben auch die Wahl in Österreich. Und möglicherweise könnten beide Ausgänge dann sich gegen die EU richten. Dementsprechend kommt eine erneute Furcht vor der Eurokrise wieder auf. Also heute wird es wohl nicht der ganz große Sprung werden. Mit einem Minus von 0,5% erwarten die Experten den DAX heute zum Auftakt. Also es bleibt weiter ganz besonders spannend. Ganz herzlichen Dank, Johanna, für die Einschätzung. Wir schauen uns das Ganze mal charttechnisch an, liebe Zuschauer, aus charttechnischer Perspektive. Da drohen nämlich angesichts der angedeutet schwachen Eröffnung, wir haben es ja gerade von Johanna gehört, unterhalb von 10.500 Punkten weitere Rückläufe bis auf 10.440 bzw. sogar 10.370 Punkte, bevor ein Test der breiten Unterstützungszone um 10.330 bzw. 10.300 Punkte drohen könnte. Auf der Oberseite muss es den Bullen dagegen gelingen, sich erneut oberhalb von 10.600 bzw. 10.620 Punkten zu etablieren. Wir schauen uns zwei Produktideen an, mit denen Sie auf die aktuelle Marktlage reagieren könnten. Auf der einen Seite hätten wir hier ein Long-Produkt, ein Faktorzertifikat auf den DAX mit der WKN MF0 BVL und auch ein Short-Produkt auf der anderen Seite, ebenfalls ein Faktorzertifikat mit der WKN MF0 BVM. Die Termine des Tages, liebe Zuschauer, heute steht nicht viel an, das macht es aber nicht unbedingt unwichtiger. Um 11 Uhr bekommen wir Erzeugerpreise aus der EU und um 14.30 Uhr, gerade schon von Johanna Klar angesprochen, ganz wichtig, die US-Arbeitsmarktdaten für den November. Den FedEx Morning Newsletter können und sollten Sie natürlich abonnieren, liebe Zuschauer, unter fedex.de/service/newsletter. Sehen Sie hier unten nochmal eingeblendet die Adresse. Um 8.30 Uhr bekommen Sie ihn dann montags bis freitags zugeschickt und natürlich gibt es auch ein tägliches Update des Newsletters und zwar um 10.30 Uhr. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Start in den Handelstag und einen noch viel schöneren Start ins Wochenende. Bis Montag.